Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute kommt ein leckeres Müsli-Stangen-Rezept. Die esse ich selber sehr, sehr gerne. Die kaufe ich jeden Morgen beim Bäcker und selbstgemacht schmecken sie natürlich viel besser. Kommen wir dann auch gleich zu den Zutaten. Ich werde erstmal einen Vortrag vorbereiten. Dazu brauchen wir 150 Gramm Vollkornmehl, 150 Milliliter lauwarmes Wasser und Viertel Päckchen frische Hefe. Ich werde die frische Hefe einfach in das Mehl hineinbröseln und gebe das Wasser dazu und vermische das Ganze miteinander. Und diesen Vorteig werde ich dann 12 Stunden gehen lassen. Am besten ist das natürlich, wenn ihr das am Vorabend vorbereitet und nächsten Tag dann das Brot backt. So mache ich das immer. Einfach vermischen und dann mit Frischhaltefolie abdecken. Wir brauchen dann noch Müsli. Ich habe hier 250 Gramm Müsli. Ihr könnt beliebig jede Sorte nehmen. Ich nehme lieber eins mit viel Früchten drin und 250 Milliliter Milch. Mein Müsli werde ich dann auch einfach mit Milch übergießen. Also das heißt, mit dem Vorteig könnt ihr auch den Müsli schon mal einweichen und mit Frischhaltefolie abdecken und bis nächsten Tag einfach quellen lassen. Zum nächsten Tag werde ich dann meine Müsli-Stangen backen. Ich habe meinen Vorteig, dann habe ich 400 Gramm Weizenmehl, aber Typ 1050. Das ist sehr wichtig, darauf müsst ihr achten. Ungefähr 150 Milliliter Milch, kann auch ein bisschen mehr oder weniger sein. Und für den Vortag hatte ich ja so eine Viertelpackung Hefe genommen und den Rest werde ich dann jetzt nehmen und einen halben Esslöffel Salz brauchen wir noch. Und meine Müsli, die ja auch schon seit 12 Stunden in Milch eingeweicht ist. Ich werde jetzt eine Mulde machen und werde die ganzen Zutaten einfach in das Mehl hineingeben. Erst kommt natürlich mein Vorteig. Die frische Hefe könnt ihr einfach hineinbröseln und werde dann die Milch hineingeben und gebe mein Müsli noch mit rein. Das wird ein klebriger Teig. Das ist schon okay. Und werde jetzt erst Salz noch hineingeben. Ich werde den Teig jetzt so ungefähr 10 Minuten gehen lassen und nach 10 Minuten werde ich den nochmal kneten und nochmal weitere 1 bis 2 Stunden gehen lassen. Wie gesagt, das wird ein klebriger Teig. Lasst euch davon nicht irritieren. Nach 10 Minuten knete ich den Teig noch einmal, so richtig, und werde den dann jetzt abgedeckt an einem warmen Ort mindestens eine Stunde gehen lassen. Besser ist das natürlich, wenn es 2 Stunden sind. Wenn ihr aber keine Zeit habt, dann müsst ihr den Teig wirklich mindestens eine Stunde gehen lassen. So, ich werde jetzt meine Arbeitsplatte mit Mehl bestreuen und aus dem Teig erstmal Bällchen vorbereiten. Ich werde aus dem Ganzen insgesamt 10 bis 12 Stangen machen. Also die Bällchen werden einfach oval geformt und die Seiten dann spitz gehalten. Ich habe hier einen Teller mit Müsli und meine Stangen sind vorbereitet. Ich werde jetzt die Stangen einfach mit Wasser bespritzen. Also die werden dann einfach von allen Seiten mit Wasser bestreut. Ich
habe die Rosinen rausgenommen, weil die beim Backen anbrennen. So, jetzt werden die einfach in Müsli gewälzt und dann kommen sie auf das Backblech. Und dieses Müsli ist trocken, das habe ich jetzt nicht eingeweicht. So, jetzt lasse ich die Stangen auf dem Blech nochmal 45 Minuten bis eine Stunde gehen, dann kommen die in den Ofen. Ich habe meine Stangen jetzt auf dem Blech eine Stunde gehen lassen, habe den Ofen auf 240 Grad vorgeheizt und die Stufe auf 210 wieder reduziert. Jetzt werde ich die bei 210 Grad so ungefähr 20 bis 25 Minuten backen. Dabei habe ich aber in so eine Schale, was auch ofenfest ist, Wasser hinzugefügt und werde das dann mit in den Ofen schieben. Das wär's dann auch heute von mir. Die Müsli-Stangen, die sind richtig super lecker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Euch wünsche ich viel Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.